So, Episode 4, Level 2. Das erste Level ging ja schon wieder relativ gut. Das war ja, fand ich jetzt sehr schön. Sehr unterhaltsam. Vor allem das Ende war sehr schön gestaltet. Mit diesem Güllebad da am Ende. Ne? Säure oder was auch immer das darstellen soll. Wo ist denn der? Ach da. Nein, will ich nicht. Oder werde ich nicht. Ich übersetze mal will mit wollen, aber ist ja nicht wollen, sondern werden. Also das mit du wirst sterben und nicht du willst sterben, weil du willst sterben ist ein bisschen sehr, ich sag mal, unlogisch, ne? Wer will schon sterben, außer einer, der am Tropf hängt und seines Lebens überdrüssig ist. Ich verstehe auch immer gar nicht. Ich meine, klar, Leben und so ist heilig, ja, schon gut, aber wenn er irgendjemand so am Tropf hängt und eigentlich nur noch sterben möchte, weil er hat halt im Leben bereits alles erreicht oder... Geh mal hoch! Er hat im Leben bereits alles erreicht und seine Verwandten sagen auch alle mit, ja... Du darfst mittlerweile auf dem Sterbebett keinen mehr erlösen, das ist gesetzlich verboten. Ich weiß nicht, was soll das? Also, wenn ich da irgendwann auf einer Intensivstation liege, ja, und dann mit, weiß nicht, mit 95, da in irgendeiner Herz-Kreislauf-Maschine da hänge, dann hoffe ich, dass sich bis dann die Gesetze so verändert haben, dass man die Maschine dann auch einfach abschalten darf. Oh, komm her! So, die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Was war hier drinne? Ach so. Nee. Aha. Oh. Ja, Trap confirmed, würde ich mal sagen. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Könnt ihr oder was anderes als hier Fallen platzieren? Das ist ja... Boah, Alter. Oh, nee. Uah. Hab die Knopf ja schon gedrückt. Oh, ja eben, die Wall ist ja zu hoch. Von da kann ich ja gar nicht schießen. Bin ich voll depp. Aber ich kann gucken, ob ich die... Nee, kann ich nicht. Doch. Praktisch aufeinander gehetzt bekomme. Scheint aber nicht so recht zu funktionieren. Klappe. Stirb halt. Danke. Da ist ja noch einer. Oh, dass die mal alle überleben müssen. Ich verstehe das nicht. Ich stirb halt. Meine Güte. Immer diese Munitionsverschwendung. Oh, da sind immer noch welche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja gut. Halleluja. So, hier ist die blaue Karte. Sehr schön. Achso, ist einfach nur eine Runde rum. Gut, dann mal speichern wir mal. Gibt's hier ein Secret? Nein, gibt's leider nicht. Na gut. Thank you.
Aha. War doch klar. Schade, komm nicht auf. So, jetzt haben wir die roten. Ah, nee. Haben wir die roten Schlüssel. Was? Ach, wir haben den blauen. Ein bisschen weiter nach da. Sei doch mal leise. Aha. Jawohl. Kriegst du deine Waffe auch noch hier? Jawohl. Kommst du vielleicht mal runter oder was? Ja, tanz doch. Vollidiot. Nein. Nein, das war so klar. Scheiße. Andere Waffe. Ich brauche definitiv eine andere Waffe. Zum Beispiel. Nein. Ja doch, die hier. Ja komm, das geht. Das kann man schon machen hier. Bitte was? Boah, Alter. Ist hier aber schon ein bisschen illegal, ne? Sollte ich nur mal anmerken. Boah. Das wäre eine Verschwendung gewesen. Und zwar eine schöne Verschwendung. Und zwar nicht schön im Sinne von schön, sondern schön blöd. Dieser Teleporter. Aber nicht für mich. Ne. Da konnten nur wieder die ganzen Gegner rein spawnen. Mal wieder hier. Immer die gleiche Scheiße hier. Mal die gleiche Dreckskacke. Ey, will nach Hause. Danke. Warst du das? Hm? Sprich dein Gebet. Mein treuer Begleiter ist gestorben. Ja, komm jetzt. Ja. Hallo? Danke. Oh, Alter, ernsthaft? Oh Mann, der spawnt schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Gegner rein. Kann doch nicht sein, dass die Welt nur aus sowas besteht. Hallo? So, kannst du mal ausweichen? Vollidiot. So. Oh Mann, warum kommen die alten Gegner rein? Alter Schwede. Boah, Alter. Das gibt's doch gar nicht. So.
Gut, Kakodemon. Was machen wir mit denen? Ist ja noch gar nicht offen hier. Ach so. Wo war der Schalter? Da. So, hier kommt. Gut, hatten wir noch irgendwo Raketen, ne? Schade eigentlich. So. Schade. Ich dachte, das ist ein Secret. Gut. Hey, wie kann ich hier. Wie kann ich dich nicht aufnehmen? Digga, wie viel noch 14 Stück? Ja, komm, ist doch nicht mehr normal hier. Da musst du noch alles drücken hier. So, den Schalter lasse ich erstmal. Ist jetzt gerade echt die Kakulimon reingespawnt? Och nö, erster. Na komm. Der Tier ist doch ja nicht. Ich hatte ihn noch gar nicht gedrückt. Oh, nee, also das ist mir jetzt. Also langsam, ne? Komme ich schon wieder an den Punkt hier, wo es mir reicht. Halt, stopp. Junge, trab halt an. Ah, nee, er trabt nicht an. Ah, Mann, Alter. So, wodurch werden die Kakodemons angelockt? So, hier spawnen gleich wieder haufenweise Kackdinger rein. Na komm, kommt, kommt. Vollidiot. So. Wodurch spawnen die Kackviecher rein? Ah gut, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal hier Ruhe. Ich kann mich also jetzt auf diese Viecher konzentrieren. Wo ist mein Freund? So, du bleibst. Na komm her. Genau, du bleibst hier. So. Nummer 1 ist Geschichte. Nummer 2 ist auch Geschichte. Na komm. Wo ist Nummer 3? Da. Geht doch. Meine Fresse. Du musst ja immer noch herausfinden, wo der zweite Schalter ist. Das habe ich mir jetzt noch nicht so ganz so validiert. Hier ist kein Schalter, ne? Ne, genau. Hier war bloß der Schalter, der was macht, was auch immer. Gut, das hier ist offen. Hier sehe ich auch keinen Schalter. Ist da unten noch ein Schalter jetzt gerade aufgegangen, oder? Ich bin mal kurz los. Ne, ist auch kein Schalter. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall alle Karten. Ich gehe nochmal da rein, wo wir da ins Rote, in den roten Bereich gehe ich nochmal rein. Vielleicht ist da ja noch was.
was uns weiterhilft? Nee, bin ich jetzt hier? Hier bin ich doch vollkommen falsch. Da muss ich lang. Okay. Danke. Boah, Alter. Man kann es doch übertreiben. Na, kommt mal eins mal her. Hier geht's ja auch noch weiter. Was ist das hier? Hallo! Okay. Das war aber kein Secret. Das heißt also, das war ein offizieller Weg, ein ganz normaler Weg. Ich wollte aber keinen offiziellen, ganz normalen Weg haben, sondern ich wollte die alle hier ficken. Hallo? Fuck. Voll drin gelaufen natürlich. Ah, hier bin ich jetzt, okay. Oh wow, okay. Machen wir mal. Was mache ich eigentlich? Ich könnte den auch hier mit erledigen. Komm, bam. Fuck. Meine Güte. Okay. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Was ist das hier? Ah! Geh mal weg hier. Ja, super, ich bin raus. So, hier bin ich sicher. Vor dem komischen Zeug hier unten. Kommt hier vielleicht mal hoch? Ach Gott. So. Ich wüsste auch gerne, wie ich da reinkomme. Das ist jetzt auch ein Secret, aber ja klar. Die Frage ist nur, wie komme ich da rauf? Gut, mehr gibt's hier nicht. Schade eigentlich. Ich bin verwirrt. Und bräuchte doch langsam mal wieder Shotgun-Munition, wobei wir haben ja noch so eine 20er-Schachtel. Na komm, leck mich. So, hier war noch eine 20er Schachtel. Die Frage ist halt nur wo. Genau. Ah, ja hier. Jawohl, danke. Gut, da würde ich mal sagen, da uns das Level nicht mag und wir das Level nicht mögen, ja, verabschiede ich mich jetzt mal hiervon und gehe direkt ins Ziel. Keine Ahnung, wer was von uns wie will. Das mit dem Secrets. Ich weiß zwar, wo die Secrets sind, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen. In dem Sinne würde ich mal sagen, fuck off. Back to Base X. Erinnert mich gerade an Back to Saturn X. Wow. Hitler? Was macht der ein Dude hier? Das ist doch mein Sandkasten, Freund. Oh, oh Alter, das wird aber ganz schön hier. Digga, was ist denn hier los? Warum? Diese Wolfenstein-Levels haben eine so einfache Geometrie, aber trotzdem stockert da jetzt mein Rechner ab. Ah ja, vielleicht hat es andere Gründe. Lag auf jeden Fall nicht an der Taschenlampe, die hat sich ja gerade abgeschaltet, testhalber. Trotzdem hat es immer noch gestockert. Egal, wenn wir ja sehen. In dem Sinne, schau mit V.